gibt ein mega cooles Lied, das heisst «Ich sage es zu mir selber». Und in der Bibel gibt es verschiedene Ansätze, wie wir auch uns selber sagen können. Manchmal mache ich einfach den hier und sage einfach gute Sachen über mir. Und jetzt gibt es etwas mega Gutes. Du kannst 5 Sachen aufschreiben, wo du wirklich gut kannst. Und dann sag doch einfach mal Jesus Danke für das, was er in dich hineingelegt hat. Du kannst es in den Spiegel sagen, du kannst es einfach am Morgen sagen. Und ich möchte dich ermutigen, mal eine Woche lang einfach einmal gut zu dir selber zu reden und schauen, wie dein Herz aufgeht, um auch gut über deinen Nachbarn zu denken. Es ist so wichtig, weil so schnell, wenn wir einen Fehler machen, klagen wir einander an oder sich selber sagen, oh, was habe ich jetzt wieder gemacht, dass mir das passiert? Dabei würde Jesus das wahrscheinlich nie zu uns sagen, weil egal, was wir gemacht haben, seine Antwort war, dass er ans Kreuz gegangen ist und für dich und für mich gedreht hat. Wieso machen wir einfach nicht das Gleiche und nehmen das Geschenk an und sagen, hey, danke, Jesus, hast du mich so gut gemacht. Danke, bin ich so grosszügig. Danke, habe ich andere Menschen gern. Danke, habe ich mich selber gern. Danke, kann ich gut reden. Oder danke, bin ich positiv. Und fang auch an, anderen Leuten über andere Leute Danke zu sagen. Und schau mal, wie sich deine Gedanken, dein Umfeld, plötzlich deine Augen sich verändern und du eigentlich anfängst, nur noch das Gute zu sehen, sogar wenn du einen Grund hättest, um es negativ zu sehen. Es ist so einfach. Ich lade dich ein, lass uns positiv sein und einfach den Herrn bejubeln, nicht nur am Sonntag mit Singen, sondern auch mit unseren Worten die ganze Woche durch.